Lol. Ja, okay, auf jeden Fall, unser Projekt ist im Arsch. Mal gucken, ob ich jetzt Multiplayer noch aufnehmen werde. Und ich müsste jetzt dafür Geld bezahlen. Ist nicht viel. Wir teilen uns sozusagen 5 Euro Serverkosten. Ist nicht viel. Aber ich finde es auch lächerlich, irgendwie hier eben 1 Euro zu schicken, ja, pro Monat. Kommt ein bisschen blöd rüber. Aber nun ja, wer es braucht, der braucht's halt, ne? Ja. Also, ich habe eine richtig geile Welt. Und was ich jetzt eigentlich alles sagen wollte, ey. Hast du wahrscheinlich vergessen. Ah! Nach unten gefallen! Nein, 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 nein! Hui, 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 das war heikel. Ja, red ruhig weiter. Ja, auf jeden Fall, Projekt ist im Arsch. Eigentlich sozusagen mein ganzer Upload-Plan im Arsch, den ich mir ausgedacht habe jetzt. Und ich find's übelst behindert von ihm, ganz ehrlich. Und jetzt hat auch nur noch, ich war halt mit einer Konfi in ihm, hab alles aufgenommen. Und die hat dann nur Scheiße gelabert, die hat sich auf ein Video sogar Klicks gekauft. Das ist so richtig Ja, das lächerlich. ist echt. Wer macht so einen Scheiß überhaupt? Klicks kaufen. Ja. Was bringt einem das? Okay. Eine höhere Klickanzahl. Aber was bringt einem das noch? Nichts. Das bringt Dafür einen nada. sind mir 5 Euro zu wertvoll, auch wenn es nur 1 Euro wäre, ist es zu wertvoll für so einen Scheiß. Ja, Ja, nee. dann möchte ich es lieber fair haben gegenüber anderen, anstatt mir irgendwie Klicks und Abos zu kaufen. So richtig niveaulos. Ja, das ist wirklich. Und das ist Niveau für mich. Weil Klicks kaufen. Wozu denn kaufen? Kann man auch generieren. Und das selber. Ja. Ja, das hat er bei seinem Video wahrscheinlich beides gemacht. Klicks gekauft und generiert. Das kann gut sein. Der hat Und um warte die mal 3000 kurz. auf sein erstes Video. Wie viel? 3000. Hat er gelöscht inzwischen. Ah. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Ah, jetzt kriege ich eine Skype-Nachricht. Ach so, das warst du. Ich dachte, ich habe schon eine bekommen. Ah ja, wärst du kurz dazu bereit, auf den TES-Server zu kommen? Ach so, Mann, da ist die Quali so behindert, ganz ehrlich. Scheiß doch drauf, komm bitte. Wieso denn? Mit wem? Mit dem Kollegen. Mit Max? Nein, mit Marci. Ach so, ja, gut, machen wir. Okay, Da. dann breche ich kurz hier die Aufnahme ab und wir sehen uns gleich wieder. Jo, bis gleich. Microphone activated. Moin. Hallo. Ja, du bist jetzt mitten in der Aufnahme, ne? Läuft schon, oder was? Ja, schon seit einer Stunde mit ein paar anderen Kollegen, also. Aber. Hier ist aber nur einer auf dem Server. Ja. Und vorher waren die da vor einer Viertelstunde, glaube ich. Ach so, okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie aus der Aufnahme rausgezogen oder so. Nein, also. Also, da ich Minecraft eh im Fenstermodus aufnehme, ist es kein Problem. Also, und ja, wenn du jetzt hier mitmachen willst, willst du ein Haus bauen, vielleicht? Ach so, ja, ach so, das ist ein ganz normales Survival-Dingsbums, oder was? Habt Ja. ihr vor hier? Ja, ich lass mich mal überraschen. Ich komme dann einfach gleich mal dazu. Irgendwie, wo, kannst du mich mal zu dir porten oder sowas? Wie war das denn nochmal? TP? Wer kommt denn da als erstes? Warte. Was gibt's denn hier für Mini-Zombies, die auf einen iPhone. zulaufen? Hoffentlich habe ich jetzt ja nichts falsch gemacht. Lass ja erstmal Waypoint machen. Kann man, dass ich hier abkacke. So. Gleich bist du teleportiert. Hoffentlich. Na, Jo. geh doch. Ah, da bist du. Servus. Du hast ja einen Sieht schönen aus, Skin. aus. Ich habe immer noch mein Weihnachtsskin. Und wie ist dein erster Eindruck hier von der Dings? Warte. Warte mal, der Dings, der Särgen ist da. Kannst auch mal einen Kollegen von mir hier in den Channel reinziehen? User was moved to your Ja, wo ist denn Channel. der? Wie heißt der denn? Der heißt Sabba. Wie heißt der? Sabba, also Ach da. Sabba. User was moved to your Sabba der channel. Sabbat. Moin Säng und moin Hallo. Sabba. Hey. Ja. Du bist gerade schon mitten in der Aufnahme, ne? Also. Coole Sache.
Wie, nimmst du jetzt schon auf, oder was? Ja, schon seit einer Stunde. Ach so, ich dachte, es gibt so einen offiziellen Startschuss oder sowas. Nein, das war schon... Also, grob gesagt, ich habe schon vor einer Stunde angefangen aufzunehmen mit ein paar anderen Kollegen, die jetzt aber kurz mit ihrem Hund Gassi sind oder so. Und, ja. Deswegen ist es erstmal gestoppt, oder läuft die jetzt aktuell bei dir? Die läuft schon die ganze Zeit weiter, also. Ach so. Insgesamt habe ich vor, 3 Stunden Aufnahme zu machen. What okay. the fuck, okay. Und nun ja, das wird schwer für mich, da ich noch nichts gegessen habe. Ach, das liebe ich doch. So, willst du jetzt erstmal ein Haus bauen, Marci? Okay, das ist alles so überrumpelnd. Ich dachte, man sagte, hallo, okay, gleich geht's los. Aber gut, anscheinend sind wir schon in Aufnahme. Dann läuft ja noch gar nicht meine Tonaufnahme. Wie nimmst du denn jetzt meinen Ton gerade auf? Die Songqualität scheint in Ordnung zu sein, also. Ja, aber jetzt gerade der Teamspeak-Channel, nimmst du den auf? Nee. Ja, also, dann hast du doch in deinem Let's Play doch gar keinen Ton von mir gerade. Doch, habe ich. Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Fraps, also, mach das doch, also. Du nimmst mit Fraps auf, richtig? Ja. Also, dann hast du in Fraps ja drinne, dass du deinen ganzen Lautsprecherausgang aufnimmst. Wenn du das dann alles in einen Topf schmeißt, dann müsstest du nichts weiter tun, als Minecraft ein bisschen leiser zu stellen, und dann hast du quasi unsere Stimmen drinne. Also Minecraft so, habe ich... Also so funktioniert das bei uns, Marci, weil ich sag's mal so, wir sind jetzt nicht so, wie soll ich sagen, high-end wie du. Nichts gegen dich, ich meine, ich liebe deine professionelle Arbeit, deswegen, also... Ja, nee, ach, da fühlt er sich geschmeichelt, ne? Nein, wie schon gesagt, Marcis Wissen will ich ehrlich haben, weil... Ja, jetzt hör mal wieder auf. Schleimer! Halt das Maul, Mann. Du siehst doch was zu geile Sachen der... Boah, ich wusste, ich weiß. Warum das denn? Ja, voll auf so Schleim. Ah, nee. Ja, siehst du selbst, selber sagt das. So viel zu der Professionalität. So, warte mal kurz. Du kriegst hier gleich etwas Brot, ne? Ich mobs mir mal ein bisschen hier von einem. Schmeiß mal die TS-IP, die Minecraft-IP rein. Ja, Moment. Die wird jetzt hier kurz reingepostet. Da ist sie. Wessen Server ist denn das? Das ist einer von Tjad. Von wem? Von Tjad. Tjad? Okay. Da warst du auch bei der Adventure-Map-Aufnahme dabei. Meinst du? Aber im echten Leben heißt er Tjad, also. Okay. So, das ist ja auch kurz herteleportiert, ja? TP Ghostface. So, jetzt bist du hier. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe raus und nehme dann mal weiter auf, ne? Okay, kannst du machen. Jo, ciao Leute. Tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. So, also. Wer hat denn das hier alles gebaut? Das war ich. Achso, das hast du allein hingekriegt? Ja, das war in der Solo-Welt, also. Marcellus Wallace. Ja. Yeah. Schöner Name, ne? Und ich hab nix. Ja, das kann sich ändern. Und zwar, falls ihr Eisensachen braucht, Eisen habe ich in meiner Hood. Also. Moment. Zeig uns doch erstmal hier dein Anwesen. Minecraft! Also, hier. Minecraft. Zu der linken Seite findet ihr einen Zaubertisch und 2 Truhen. Plus 2 Öfen und eine Werkbank. Sogar offen alles. Ja. Ist ja ein offizieller, ist ja ein Vanilla Minecraft Server, nehme ich mal an. So, Eisen brauche ich. Eisen habe ich hier unten in der unteren Umgebung. Also. Und zwar haufenweise, nehme ich mal an, ne? Nun ja, ein Typ namens Funke Abgrund hat mir irgendwie das ganze Eisen gemobst. So ein Penner. Aber keine Sorge, 25 Eisen habe ich ja auch noch. Also. Ich nehme mir mal ein bisschen Kohle mit, so einen halben Stapel. Ja, kannst du machen. Halben Stapel von einem halben Stapel. So, wo bist du jetzt, Sergen? Und. Ach ja, hier unten. Da teilt das mal unter euch auf. No, okay. Meins. So, das waren 25 Eisen. Echt? Warte hier, ich geb dir die Hälfte. Ja. Achso, dann. Marci, falls du mal nachduschen willst, hier. Und Holz. Hier ist eine Badeecke für dich, ne? Marci? Badeecke? gemütlich. Ja, aber du warst ja schon vorhin duschen, ne? Also.
Das stimmt, ich bin frisch wie ein Fisch. Ja, aber sagen ein. Ey, ohne Scheiß, und eben, wo ich duschen war, ne, ich wollte mir so überlegen, so machst du genau so eine Bademantelszene wie Marcy? Ich meine, das ist doch auch. Und dann ich überlege so, ich stehe so vorm Spiegel. Nee, lass mal. Obwohl, das wäre wahrscheinlich Zuschauereinschaltaktion extrem bei dir geworden, weil wirklich. Auch sowas fahren die Zuschauer ab. Hey Marcy, das... Scheiß, wir werden mal gemeinsam Minecraft spielen und zwar beide im Bademantel so gegen, also nebeneinander. Oh, Enderman, den will ich töten. Ich hab keinen Schwert, oh, Moment. Jetzt bin ich irgendwie in einer Loch gefallen. Ah, Flitzebogen, Mensch. Hilfe! Viel Spaß. Ich glaube, ich werde gerade getötet. Und ich glaube, ich crafte mir gerade ein Eisenschwert. So. Plus 6 Angriffsschaden. Juhu! Kann mich mal einer. Ja, nehmen? Ich hab ein Dia-Schwert. Wo bist du, Marcy? Rette mich. Marcy, immer schon vorrennen. Creeper. Ich brauche dringend was zu futtern. Oh, Enderman. Sorry, das war ein Enderman. Enderman. Du musst mich mal wieder kurz zu dir porten. Ja, oh. Sorry, sagen, das war ich auch so sehen. Mein ganzes Zeug ist weg. Auch noch mit einem Diamantenschwert, so ein Depp. Ja, sorry, Mann, dafür kann ich doch nichts. Du hast einen Pfeil im Kopf. Oh, Krams. Meins. Und Marcy, hast du gut geschlafen? Warte, Marcy. Wie ein Engel. Da, Marcy, da. Auf dem Boden, Kürbis. Wie geht's? Bist du denn? Ach, da. Da zum Schützen. Wie geht's, Saskia? Die ist in Bayern im Moment. Ach so, bei Familie oder wie? Jo. Die Schwester heiratet. Ah, okay. Und da hat sie sich gedacht, fahr ich doch mal hin. Jo, das ist doch eigentlich auch ganz normal, ne? Also. Ja. Es ist auch angebracht, ja. Und deswegen, ja, habe ich jetzt quasi stummfrei. Party! Und darf hier in Unterhose sitzen und Computer spielen. Das ist doch mal. Ja, cool. Unterhose. Leider nicht im Bademantel bei dir, ne? Oh Mann, ey, jetzt muss ich noch mal ein bisschen was von deinem Getreide mopsen. Macht nichts. Pflanzt es auch nach. Macht nichts. Jo, Moment, ich verhungere auch gerade. Fällt mir gerade auf. Und ich komme hier erst. Also, ich habe eh genug Weizen drin. Also, 59 Stück sollten ja für ein paar Brote reichen, ne? Ach so, ja, dann hole ich mir die mal. Aber ich brauche jetzt auch erstmal was zu futtern, also. Nehmen wir nur so ein paar. Reicht für 2 Brote. Also jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr dabei seid, ne? Ja, kein Thema, her? Gerne. Wenn eine Einladung kommt, dann folge ich die da normalerweise... Immer. Wo kommt der Penner her, Alter? So, jetzt fange ich mal an, hier mir mein Häuschen zu bauen. Ist das eigentlich ein... Oh, da ist ein Creeper direkt von aus hier. Aua! Oh Mann! Ich mag sowas nicht! Ich bin quasi, kann ich nichts für, Mann. Ach, Marcy, Mann. Marcy, warum? Direkt vor der Haustür. Ja, das hatte ich hier unten auch mal, ne? Schau mal, Marcy. Komm. Und zwar hier unten, ne? Ich kam hier nach unten rein. Und dann war... Keine Fackeln. Du musst auch Fackeln aufhängen. Ja, dann war nämlich hier plötzlich so ein verkackter Creeper. Er ist vor meiner Nase explodiert, ich war gestorben. Oh, scheiße, da kommt ein Zombie in dein... Und danach, ne, war da alles weg. Alles war da weg. Die kannst du jetzt erstmal wieder aufheben, ne, weil ich jetzt erstmal ich kurz was... Fleisch, ich brauch was zu essen. Hier, Särgen hinter dir. So, Särgen, komm, wir bauen uns hier mal ein Zweifamilienhaus. Ja, aber bitte ohne Creeper-Action, ja? Ja. Creeper-Action. Nee, das war keine Absicht. So, Särgen. Wo könnte man denn mal hier irgendwie... Vielleicht da oben auf dem Hügel? Nee, da ist schon ein Haus. Moment, erstmal kriegen wir hier ein bisschen Besuch. Und zwar unter anderem von einem Creeper. Oh, immer diese verkackten Creeper, ey. Die gehen mir auch langsam auf den Sack. Scheiß Skelette, ey. Ich hab einen Pfeil im Rücken. Ey, die knallen mich gleich zu Tode ab. Oh, Zombie hinter mir! Zombie! Seid ihr für Pussys, Alter? Du bist voller Pfeile. Ja, ich bin auch ein Draufgänger. Nicht so ich glaube, wie ich ihr. Ich habe schon ewig kein Minecraft mehr gespielt. Das kann ich nicht behaupten, also. So, wer hat hier ein paar Treppen gemobst? Erstmal hier, ich schlacht die. Oh, fuck. Ich wollte eine Kuh schlachten, aber jetzt geht's voll nach hinten los. Warum?
Warum beleuchtest du eigentlich hier nichts? Da ich das nicht brauche, da ich hier schon so genug sehe, also. Damit hat's nichts zu tun, du weißt, dass überall was spawnt. Ja, die Monster kommen dann. Ich weiß aber trotzdem. Deswegen ist ja auch alles voll mit den Viechern. Ja, zum XP-Farm, sagen wir so. Also XP-Farm kenne ich anders. Ich nicht. Machen die in Minecraft ja auch mega Sinn. Ja, zum Verzaubern. Que pasa, Pantalones? Was? Hier ist ein Haus hier oben mit gelbem Boden. Oh, ja, das... das war von ein paar Kollegen, die vorher da mit bei waren. Öffentlicher Server, kann da jeder deiner Zuschauer auch drauf und mit dir spielen? Nee, hier wird später noch eine Whitelist reingesetzt, also. Okay, also ist das schon öffentlich, aber es können nur bestimmte VIPs. Könnte man so sagen, also. Okay. Sergen, wo bauen wir denn unser Haus? Hier oben? Hier ist das. Ich würde sagen, ja, komm, da auf dem Hügel da. Weil gerade ist noch keine Whitelist drauf, wird aber jetzt nachgeholt. Also. Oder oben. Ja, was haben die denn schon da gebaut? Für eine Scheiße. Die Collision. Da, du bist bei dem Feld, dreh dich. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. I'm on my way, take me down to the Paradise City. Hast du Holz, Sergen? Ich hab nur zwei Stück, warte ich. Rohholz habe ich unten, ne? Also. Oh, ja, wir wollen ja nicht deine ganzen Rohstoffe wegmachen. Na, das macht doch nichts. Wenn du willst, bring mal so ein bisschen Holz mit, dann können wir hier mal irgendwie auch mal was anfangen. Ich muss erstmal ein bisschen was futtern. Sonst bin ich gleich ein toter Mann. Aha, verstehe. Wer war das hier? Wer hat das hier da hingebaut? Was denn? Fliegende Treppen. Ich brauche noch mehr zu essen, beziehungsweise ich brauche Holz. Holz und Essen. So, Holz nehme ich mal hier mit. Dann plündere ich mal hier kurz einen Keller. Macht nicht, das kannst du ruhig machen. Er hat Erde und Holz. Oh, toll, daraus crafte ich mir erstmal ein bisschen was. Bumm, so, jetzt habe ich genug. Kohle habe ich auch genug, Fackeln habe ich noch ein paar Stück. Crafte ich mir erstmal ein paar Stück. Zack. Und noch ein bisschen, und noch ein Stack Steine kann auch nie schaden. So wie Erde. So, ich bin perfekt vorbereitet. Perfekt vorbereitet? Das ist gut. Ich erwarte dich ebenfalls, mein Held. ich sehe schon kommen, ich werde verrückt. Mein VFX-Held. Ohne Scheiß, wenn ich solche Opener wie du basteln könnte, dann würde ich mir selbst einen Oscar geben. Boah, jetzt geht das ja los. Hör doch mal auf. Ah, Mann. Er ist ein Schleimer, deswegen. Mach mal hier eine Werkbank irgendwo hin, dass wir mal eine Schaufel machen können. Das ist ja hier zeitaufwendig. Okay. So, dann... So, jetzt erstmal hier ganze Fichtenholzbretter wegmachen. Beziehungsweise usen. Take me down. Achso, und habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Weil wenn ja, dann könnt ihr die jetzt stellen, da es auch eine Art FAQ 3-Stunden Aufnahme werden soll. Also irgendwie sowas. Also falls ihr Fragen habt, dann stellt sie ruhig. Kriegen wir ein Lavabecken? Könnt ihr kriegen. Damit wir so Müll und so einen Scheiß entsorgen können, was wir nicht brauchen. Ich geb dir mal Eisen. Machst du mir eine Eisenschaufel? Kannst du das nicht selber machen? Ich hab kein Holz. Oh, okay. So, du kannst doch auch Eisen benutzen. Eisenstangen? Natürlich, also du nimmst einfach zwei Sticks. Nimmst einfach zwei Sticks und haust oben drüber einen Eisenbarren. Also zwei Sticks in der Mitte. Ja, ich hab doch keinen Stick, ich hab doch kein Holz. Ja, dann warte, ich geb dir Sticks. Aber in einem, auf das Hochladen und Rendern freue ich mich schon, ey. Ey, das wird sowas von Spaß. So. Da hast du ein paar Sticks. Ich danke von Herzen. Treffe ich die Kuh? Bam, also, Sergen, du wolltest ja ein, okay, Lavabecken. Moment. Aber bitte so, dass uns nicht die ganze Umgebung abfackelt. Ja, ich hol kurz, Lava, okay? Ich will jetzt wieder schon in den Untergrund gehen, ey. Da war ich ja lang nicht mehr. Ah, Creeper! Creeper! Regen euch die Creeper hier dann auch so auf? Aber ich bin total gespannt, was jetzt aus meiner Bewerbung wird. Weil du hast mir ja geschrieben, Marci. Ach ja, genau, apropos Bewerbung. Marci, du wolltest mir gestern noch sagen, wieso heute der Drehtermin abgeblasen wurde.
Ja, also wir wollten ja heute hier in Bielefeld, gab es ein Geschäft, also so was ähnliches wie ein GameStop, und die wollten heute schon GTA verkaufen und da wollten wir halt hin und das halt drehen, weil da wurde so ein richtiger Ansturm erwartet, nur jetzt haben die halt voll Beef gekriegt und dürfen das erst Sonntagnacht verkaufen. Oh mein Gott. Ihr wollt Sonntagnacht drehen? Ja. Okay. Das ist natürlich schwierig für mich, weil ich Montagmorgen ziemlich früh aus den Federn muss. Nee, macht ja, also wird wieder eine Gelegenheit geben. Und eigentlich würde ich bloß bei euch wohnen, ey. Dann hätte ich mitdrehen können. Machen. Also das iPhone 5 wollten wir in die Straßen gehen und die Leute halt sagen, was sie davon halten und so weiter. Also mit dem iPhone 5. Das neue iPhone 5S meinst du jetzt, oder wie? Ja. Habt ihr das schon? Beziehungsweise, wir wollten die Leute verarschen. Wir wollten denen das iPhone 5C geben. Wollen wir das nicht heute machen? Ich schwör's, ich wäre dabei. Ja, aber unser Redakteur hat abgesagt, unser Moderator, weil der krank ist. sonst hätte ich gesagt, dass ich so ein, keine Ahnung, so ein Quick Briefing kriege, dann würde ich mich vor die Kamera stellen. So ist es ja nicht. Ja, bei dem Ding, weil das für Hipster ist und Dirk da das Sagen hat, deswegen können wir das mal für den Nerdster-Bereich mal irgendwann mal ausprobieren einfach. Ja, wie schon gesagt, der größte Hipster-Konkurrent Nico meinte ja schon zu mir, dass er dass er Hipster ganz toll hält, aber dennoch, dass er sein eigenes Format besser findet. Ja, natürlich. Immerhin geht's um. Achso, dann Marci, apropos Format. Ja, was ist denn jetzt aus diesem einen Format geworden, was ich vorgeschlagen hatte? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Wo ihr LPA oder halt so, so. Gaming-Channels vorschlagt, ja, beziehungsweise. In der Tat wird das jetzt bald mal starten. Wir wollen das versuchsweise machen, nur es fehlt im Moment die Zeit, weil uns jetzt ein Studio-Umzug bevorsteht. Und wir zum Beispiel ist jetzt bald die BlizzCon, die werden wir mit einem Livestream begleiten. Von wo wollt ihr, wo ist denn die BlizzCon? Die ist in Amerika, aber wir begleiten die von hier aus mit einem Livestream. Also die Zuschauer können uns live verfolgen, wie wir dann quasi das Ding kommentieren. Weil der Stream ist kostenpflichtig und dann wollen wir den Zuschauer trotzdem die Möglichkeit geben, zu wissen, was da abgeht. Okay, ja, nee, das ist cool. Was den Umzug betrifft, von wo zieht ihr denn um? Zieht ihr von Atteln nach Bielefeld um oder wie? Ja, genau. Also warum nicht zu mir? Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid, ich pack dann gern mit an. Cool, das ist ein nettes Angebot. Warum zieht ihr nicht mal zu mir, Mann? Wo bist du denn? Ich wohne in der Nähe von Hamburg und Lübeck. Ah, Hamburg, die schönste Stadt der Welt. Naja, kann man nicht so sagen. Ich habe immer noch keine Schaufel, fällt mir gerade auf. Hamburg ist der Traumstadt. Hinter mir war ein Creeper, der ist eiskalt mal explodiert. Und da war ein iPhone. Ja, ich mach das gleich mal aus. Brauchst du nicht, denn ich mag den Sound vom iPhone, denn ich liebe iPhones. Aha. Ich mag Apple sie Fanboy. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich bin eine Art iPhone-Fanboy. Wie sich das anhört, ein Apple-Fanboy. Warum wird mein verkackter Eimer dort dauernd wieder reingeschmissen, wenn ich da Lava reinfülle? Nein, ich brauch Holz. Ah, du hast Holz. Hier, ich geb dir mal was. Alter, das kotzt mich an. Nimmst du eigentlich schon auf? Ja, ne? Ich? Ja. Ja, schon seit. Warte mal kurz. Ich nehme gleich 1,5 Stunden schon auf, also. Wir machen und sollen wir unser Haus Enderman sicher machen? Wie denn? Ganz einfach, indem wir. Monster Spawner! Yay! Genau. Yo, Alter! Wir mauern hier einfach alles zu und das oberste hier quasi wird die Decke werden. Weil Enderman sind ja zwei. Oh, Skelett! Aber hast du schon mal einen Enderman im Haus? Ich hatte mal einen Enderman im Haus, ja, weil das Ding 3 Blöcke hoch war. Okay, ich hatte noch nie einen im Haus. Ich hatte schon mal einen im Haus. Und das war nicht so schön. Und ich werde hier gleich gefistet. Mann. Ich mag nicht gefistet zu werden. Du wurdest gefistet? Hier im Spiel gleich, ja. Ich geh mal auf die Holzsuche. Hier gibt's auch nirgendwo Bäume. Falls du Rohholz suchst, wie gesagt, ich hab unten ein paar Kisten. So, und jetzt brauche ich Glas. Take me down to the paradise. Ich pflanze erstmal ein paar Bäume bei uns. Kann ja nicht angehen hier. Das ist ja Kraut und Rüben. Was ist denn auf Just Film Server? Das ist ja hier.
Sauerei. So, jetzt mal eine kurze, sehr wichtige Frage, und zwar jetzt auch hier in der Folge, Serg. Und zwar, wie sieht's aus? Wollen wir irgendwann mal Horror Gmod Maps aufnehmen? Nur wenn Marcy dabei ist. Oh. Falls es Dreier Gmod Horror Maps gibt, dann gerne. Ich wusste, dass sowas von. Dass das kommt von Marcy. Konnte noch nicht mal Doom 3 spielen. Was? Okay, dann ist es ja Mann. Schlimmer. Dann ist es ja schlimmer, als ich dachte. Doom 3 habe ich nicht mal gespielt, also, ja. Ihr wisst ja, wie alt ich bin, daher. Ich habe Doom 3 BFG Edition durchgespielt, Alter. Und? Wie ist das Spiel? Ziemlich geil. Also Doom 3 komplett auferlegt in der neuen Rage Engine. Also diese neue ID Tech Engine, die rausgehauen haben. Das ist ein ziemlich cooles Teil, muss ich gestehen. Wir haben das im Test gehabt und bei uns ist es so ein bisschen durchgefloppt. Da waren wohl noch viele Grafikfehler und drei also, Creeper aneinander, yay! Meinte Screenie witzig. Jo, Alter, läuft! Obwohl er ein totaler Fan ist von der Doom-Reihe. Aber er sagte, so richtig überzeugt hat ihn das nicht. Oh, ich sag's mal so, Creeper. Es ist halt Doom 3 Reloaded zwar immer, ne? Ist ja ein und dasselbe Ding. Ich meine, das Einzige, was ich sowieso an Doom 3 cool fand, ist, dass ein Open-Corp-Mod geschrieben wurde, wo man Doom die Kampagne mit 4 Leuten gemeinsam durchzocken konnte. Ja, das ist echt ganz cool, sowas. Corp finde ich sowieso Porno. Was hältst du davon, Marci, wenn wir das auf Nerdstar LP gemeinsam machen? Ich hab das gar nicht. Macht nix. Ich hau dir eine DVD raus, da kannst du das Ding installieren und dann ist auch ein Open-Corp-Installer dabei. Okay. Und das läuft sogar mit sehr niedrigen Latenzen, das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist meine Frage noch leider nicht beantwortet, Serge. Ja oder nein zu den Maps? Ja oder nein zu was? Zu den Gmod Horror Maps. Wie schon gesagt, das weiß ich noch nicht. Wenn Marcy dabei wäre, dann wäre ich sofort dabei, aber sonst müsste ich es mir erstmal überlegen. Weil ich will Marcy mal ein bisschen rumschreien hören. Na, wie gesagt, dann wäre es auf jeden Fall sehr cool für mich, denn ich habe auch Schiss, so Solo ein Horrorspiel aufzunehmen und das auch noch zu spielen und ja. Aber Sergen, du bist ja noch mehr so pussyhaft als ich, ne? Was heißt pussyhaft? Ich sag's mal so, ich hasse diese Adventures wie Amnesia oder so, aber ein Doom teile ich gerne aus. Ich sag nur eins, Sergen. Gmod, stop it, Slender. Das war was anderes. Nee, das war einfach nur geil. Einfach mal so rausgegangen aus dem Spiel, ey. Aber... Das war best ending ever, Mann. Ich weiß aber trotzdem. Hast du das Video gesehen, Marci? Nee. Stop it, Slender, da war Screenie dabei quasi, weil er macht ja bei mir auf dem Kanal diese Random G-Mod-Reihe, wo er mir jedes Mal irgendeinen anderen Mod von Garry's Mod zeigt. Okay. Ich habe das letzte Video, was ich von dir gesehen habe, war dieses, wo du... Eingefleischte Vegetarier, habe ich schon gesehen. Wo du ziemlich dämlich die Fragen nicht beantwortest. Ich habe das schon gesehen, so diese Kommentare, ich wusste ganz genau, der lacht sich bestimmt gerade vom PC ein ab. Da waren ein, zwei Kopfschüttler dabei. Der arme Kerl hat sich voll die coolen Fragen ausgedacht. Ah, dort oben seid ihr. Okay. So, jetzt einen Moment gerade, ich muss mich ein bisschen organisieren. Habe ich mich verlaufen? Du hast mal kurz das hier anschauen. Warte mal, du hattest hier irgendwo Glas. Da ist Glas. Schon tolle Grundhütte von euch. Er holt sich erstmal alles. Habe ich hier Kohle zum Spenden? Ne. Kohle kann ich euch leider nicht spenden. Ah, eine Spinne. Scheiße, ich kann nicht laufen. Ich habe keine Nahrung. Scheiße, ich habe mich echt verlaufen. Ey, jetzt kriege ich eine Skype-Nachricht. Ja, von wem? Ah, von denen. Jetzt könnten zwei Kollegen auch wieder rein, ne? Ja. Mir ist das Latte. Okay. wenn es möglich wäre, dann könntest du die auch wieder hierhin packen. Ja, ich muss mich eben kurz in Sicherheit bringen. Ja, kein Problem, warte. So. Oh, okay. So geht's auch, ne? Oh, welche sind denn das jetzt? Irre? Der Juba? Oder was? Warte mal kurz. Drake? Ja. Drake ist der Erste. Und der andere? Moin. Hallo. Wo bleibt Funke? Ja, der ist, der weiß nicht, der holt sich noch was zu trinken oder so.
Ja, deswegen habe ich immer Trinken parat. Ja. Seid ihr noch in der Aufnahme oder Oh, schon wieder Scheiße, oder wir was auch kriegen immer? Besuch von dem Creeper, Massi. Tja, ich nehme durchgängig auf, das habe ich dir auch schon Alles erzählt. klar, dann komme ich mal wieder rauf und dann geht's ab, ne? Ja, bau deine Hut weiter, ne? Ich baue meine Hut weiter, Alter. Also, Alter! folgendes, Sam kennst du ja schon. Ja, moin, ne? Aber Moin! Marcy kennst du nicht, oder? Hallo! Moin! Wie geht's, wie Doch, ich. steht's? Ja, ganz gut. Doch, ich hab mal ein, zwei Videos von euch geguckt. Ja? Ja. Welche denn, wenn du es noch weißt? Gute Frage. Also, ich glaube. Oh Gott! Was geht denn hier? Ich hab's gehört. Den Kanal-Trailer habe ich geguckt. Okay. Und. Doch, keine Ahnung, was ich da noch angeguckt habe. Ja, das ist ja Oh nee, schön. ne? Nicht wirklich. Was denn? Zäune sind weg. Ja, das passiert. Das passiert, scheißegal. Achso, und Streamy ist auch gerade online. Falls er Bock hätte, könnte er ja auch dabei sein, ne? Falls ihr Hat er überhaupt Minecraft. Minecraft? Weiß ich Gute gar nicht. Frage. Das frage ich mal kurz nach per Skype. Voll die Hallo, Orgi. scrollen nach oben, scrollen nach oben, scrollen Ich nach will oben, mal scrollen. die Bett Ah, machen. Creeper! Irgendwie werde ich Ah! gerade so aggressiv davon. Ach, ich verhungere. Oh Mann. Ich Nicht hab nichts schon davon wieder, da. Alter. Diese Ich hab aber verfickten Creeper. Nahrung, Ja, ich baue mal weiter an der Hut, ne? Mach das. So, unsere Oh, Hütte hier ist ist. Eisen. Ja, das war von mir, das. Ich gehe mal ein paar Kühe schlachten für dich. Oh. 5 Brote habe ich. Die muss ich jetzt erstmal verzehren. 5 Brote hast du, ich auch. Nice. Oh, da ist ein Creeper. Hi, Creeper. Wer brennt bei mir gerade Glas? Ich. Okay. Oh, verpiss dich, Zombie. Hier Holy ist. fuck. Ja, was habt ihr denn so gemacht in der Zeit, wo wir nicht da waren? Also, Wo quasi gerade ist der Zug während gewesen? hier keiner da war, hatte ich mit dem Saba telefoniert. Den kennst du hoffentlich, oder? Weiß ich nicht. Und danach kam halt schon die Oh, Jockel da hinten dazu. ist ein Pferd. Da hinten ist ein Pferd. Ich zähl mir ein Pferd. Ich zähl mir ein Hallo? Pferd. Hallo? Hallo? Servus. Wer bist du denn? Erzähl doch mal. Grüß dich. Ich bin der anonyme Gast. Nee, ich bin Funkabkommen von Dre TV. Dre TV. Das wäre gut zu wissen, das wusste ich nämlich noch gar nicht. Ja, in deinem Kanalpartner, nur mal so zur Info. Du bist das, der da immer quatscht und Ach, da so. habt ihr jetzt schon einen kleinen Eindruck bekommen, ne? Ah, das Wir sind werden hier zwei. selten zusammengeführt. Ja, Mensch, unglaublich. Jeder So, sonst jetzt war total verpestet voll ihr uns. Spaß. So, jetzt habe ich ausreichend Rindfleisch und Schweinefleisch für uns beide, Marci. Das hört sich doch gut an. Ja, Nichts geht ohne Schweinefleisch. Rind. So. Ja, darf ich ja nicht essen, also. Darfst du nicht essen? Warum nicht? Ich bin Leo? halb Albaner. Was bist du? Ich bin halb Albaner, deswegen. Okay. Und die essen kein Schweinefleisch? Nee, weil das Muslime sind. Ja. So, so. Bist du auch Genauso wie Muslime, Sam? bin Türke, natürlich bin ich Moslem. Also auch kein Schweinefleisch. Genau. Crazy. Es gab letztens hier in Bielefeld in der Stadt gab es total das Paradoxon. Und zwar hat da Au! eine Dönerbude hat Schweinefleischdöner angeboten. Ja, geil. Crazy, oder? Ey, Ja, wie dumm Marci, muss du man musst sein? schottern. Alter, wie dumm muss man sein, ey? Ist doch cool, ist mal was Neues. Jum, jum, jum. Etja, Raid, habe ich bei dir jetzt den anderen Skin? Nö, bei mir hast du immer noch den gleichen. Wie geil. Voll der Mieseleck. Oh Gott. Hier, wo kommen die kleinen Dinger her, Achso, Alter? und ab 13 Uhr kommt Marci, hast auch du Holz für der. mich? Ja. Also ab 13 Uhr kommt doch auch der Loiwado hinzu, ne? Oder? Ja, zumindest war das der Plan, ne? Ja, gut, weil dann müsste ich noch 40 Minuten aufnehmen, dann ist er auch da. So als Info für die Zuschauer. Alles klar. Und ich Das freue heißt, mich schon, wenn alles an ich einem hier. Stück hoch? Nee, ich werde die in Parts cutten. Also pro Part, glaube ich, eine oder eine halbe Stunde. Okay. Wie hast du dir das jetzt hier gedacht? Also mit den Etagen und so, User Trent? joined Ja, the das channel. weiß ich auch noch nicht. Wer ist dann zugekommen? Ambru! 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 Lang nicht mehr gehört, ne? Ja, lange sehr.
Wir sind ja an dem Tag. Seid on air, jetzt schon. Ja, das wie, Alter, dass wir gerade spielen, das wird. Willst du das mit Leiter machen? Die nicht so. Boah, ich glaube, ich streame auf meinen eigenen Twitch-Kanal. Mach just mal. For fun. Just jetzt? For fun. Ja, genau jetzt. Oh, das wird geil. Warte, dann mach ich das auch. So, sind wir dann im Fernsehen? Obwohl, es reicht, wenn du es machst. Nee, ja. Wenn dann beide. Oh Mann, Ambrose ist weg. Es sei denn, du gibst mir einen Key für den Nerdstar-Kanal, dann kann ich da drauf streamen. Ja, das hättest du aber gerne, du Lump. Durchsatz mal so, ich würde auch eine würde sagen, eine Etage, Erklärung vier, unterschreiben, vier dass ich den Key nicht weitergebe. Also, ich will schon dein Vertrauen gewinnen, ja, wenn ich mich bewerbe. Achtung. Okay. Also 4 Etagen, dann Boden, dann wieder 4 Etagen. Zombie! Hast du noch Eisen? Weil wenn der gerade explodiert, ne? Was für ein Level habt ihr schon? So, aber... Das ein bisschen hinterher. So, bit.ly.com/goatclp_live. So, das ist der Link zum Livestream. Da streame ich gleich drauf live. Okay. Schick mir mal den Link, dann hau ich das mal bei Facebook raus. Hab ich gerade in Channel-Chat gepostet. Ach so. Magst du mir mal Eisen zustecken? 2 Stück? Ich brauche nämlich was für einen Eimer. Wenn du noch welches hast. Ja, sofort. Eisen brauchst du? Mhm. Hat doch gerade gesagt. Also jetzt bräuchte ich hier auch nochmal eine extra Kiste, und zwar für Zuckerrohr, ey. Das ist einfach extrem. Was ist das denn für eine Seite? Ja, mach mal, ich sterbe hier gerade. Das ist ein Dienst von Dailymotion, der arbeitet doppelt so stabil wie Twitch. Und das Geilste ist, da kannst du auf HD drauf streamen und er croppt das in Echtzeit runter, wie bei YouTube. 240, 360, 480. Das ist ein 1000-mal besserer Dienst als Twitch. Und die Framerate geht ja gerade in die Brüche, weil ich Firefox gestartet habe. Ach, fuck mein Computer. Hast du nochmal was zu essen? Ich? Ja. Ich habe mir hier nur noch... Warte. Da. So. Hält nicht lange. Ich weiß, aber trotzdem. Jedenfalls etwas, ne? So. Hier, Bennett. So, Broadcast-Einstellung. Zack. Jetzt muss ich noch den Stream-Key reinhauen. Ich bin neben dir. Da. So, jetzt hier erstmal wieder ein paar Kühe züchten. Hab ich auch noch hier. Was machen denn die anderen gerade so? Was macht der gerade? Was ihr gerade macht, was ihr baut, was ihr tut. Bauen tue ich hier gerade nichts. Ich will jetzt mal Farm wieder ordentlich aufbauen. Und hab mein Huhn Eier gelegt? Scheiß Huhn, leg doch Eier. Also Ghosty, bei deinem ja, Dings das, ich bin noch nicht live. Sag mal Bescheid, wenn es losgeht. Ja, klar. So. Welche Seite kommen die Leitern? Hier so gegenüber? Ja, mach mal. So, und dann, also hier so und dann wieder Boden, ne? Ja. Hat jemand mal kurz Zeit, mir beim Ordnen zu helfen? Gerade nicht. Schade. Nein. Was? Macht nichts, also. So. Ich komme auch schon alleine klar, ohne euch. Ja, ja. Ich weiß, das war gelogen. Und hast wieder ein paar verrückte Arbeitsgeschichten? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ob du bei der Arbeit bist? Nein. nee. Also, das ist mir, glaube ich, jetzt der Arbeit bin. Oder ich weiß gerade gar nicht, bin ich bei der Arbeit? Ja, Marci, du schon. Schön wär's. Ja, du bist doch immer bei der Arbeit, ne? Ja, das stimmt. Erst bei den Firma, ne? So, die Etage ist auch schon mal. Ja, ratzfatz hier. Herr Ghosty, unser Haus nimmt langsam Gestalt an. Auch wenn es noch sehr klotzig ist. Zeig mal her. Wartet mal kurz. Wartet. Von DDR, aber. Zeig mal her. Wo sind die Schafe hin? Schafe? Die mussten leider den Geist aufgeben. Nein, ich brauche Wolle.
Nö, kriegst du nicht. Hier in diesem Winterbereich hier sind noch Schafe. Creeper hinter mir, Creeper hinter mir. Okay, sehr gut. Oh, willst du mich verarschen, Creeper? Alles machst du Schrott, fick dich! Na. Entschuldigung für meine Wortwahl, aber trotzdem. Oh, Justin. Dabei kann ich nicht anders. Und pack deinen verkackten, nackten Skin weg, Funke. Nein. Ey, das hier ist keine FKK-Folge. So, kann mal jemand von euch kurz bitte den Stream kontrollieren, ob das sauber läuft? Der Stream-Link ist im Channel-Chat. Ja, Moment. Kurz machen. Take me down to the Paradise City. Voll den Ohrwurm von diesem Lied, ey. Hier steht, einer ist live. Doch, ja, gutes Lied. Ja. Es Gott von Firma her. So, scharf. Sieht's gut aus, Marci? Es Gott von Firma her. Hey, ich so weiß gar nicht, scharf. Wo sich das Jockelhaus hier noch machen soll. Ja, das sieht gut aus, Marci? Ja, sieht gut aus. Ja, musst du auch auf HD stellen, das ist gerade mal runtergecroppt auf 360, weil, wie schon gesagt, Daily Motion ist wie YouTube, der haut verschiedene Qualitätsstufen raus. Okay, dann poste ich das mal gerade. Bei Fratzenbuch. Ja. Stell mal auf HD, also auf 720, und dann sag mal, wie es bei dir aussieht, quasi, Marci. Es ist still. Oh, das habe ich schon wieder Werbung, Alter. Versuch uns. Dafür hat man noch Adblocker. Wollte ich gerade sagen. Ja, und dann kostet irgendwann alles Geld, wenn man über die Werbung nicht mehr schaltet. Das ist nicht durchdacht, das, Leute. Genau, das ist scheiße. Habe ich auch nicht drin. Ich habe keinen Adblocker drin. Ich bin voll stolz drauf. Aus diesem Grund ist YouTube noch umsonst. Noch. Jetzt kommen jetzt kostenpflichtige Abos. Ja. Ja, das ist ja nur für Fernsehserien und so. Bitte nicht. Ich will meine Folgen von How I Met Your Mother nachholen. Ach, ich liebe die Serie. Oh nein, gleich muss ich wieder Holz hacken. Wer noch Wolle brauche ich? Ich habe ja noch 13. Justin, geh mal bitte auf den Stream, stell mal auf 27 HD und sag mal bitte, wie es aussieht. Kurz machen. Creeper! Oh Mann! Warum immer bei mir? Warum immer bei mir, Alter? Du schaffst noch, die Map so zu zerstören. Ich weiß. Leck mich, Creeper. Fick dich. Und ja, sorry für die Wortwahl, aber trotzdem. Dabei kann ich jetzt nicht mal anders. Jetzt muss ich wieder Holz hacken gehen. Juhu. So. Freue mich. Sagen, ich hab ein Dia-Schwert. Ich will's nicht machen. Ups. Sag's mal hier kurz Link. Hast du Weizen dabei? Ich hab versucht, das Schaf zu locken. Ich verstehe euch gerade so gut, das ist. Ja, das sieht alles gut aus, Herrn. Das ist doch gut zu hören. Und Facebook habe ich auch eine neue Nachricht. Fratzenbock hier. Take me down to the Paradise City. Oh, du hast ja schon so viel Samen. Ich wollte gerade Samen sammeln gehen, aber okay, wenn du schon so viel hast. Du, mit Samen kenne ich mich aus. Marci, typisch Marci. Unser Bademantel Marci. Bademantel Marci, wie hört sich das an? Ich habe auch ein Ei. Was mache ich jetzt damit? Das werfe ich hier zu dem Nachbarhaus, der da gerade seinen Turm baut. Ja. So, hier, rüber. Nachbar, was hast du davon? Dankeschön. Moment, ich meinte hier, noch ein größeres noch Haus zu bauen. So, jetzt habe ich den Link auch mal bei Facebook gepostet, ja? Das ist eine Druckplatte? Nein, es ist nicht. Das ist eine Druckplatte. Das hatte ich da schon repariert, das weiß ich. War hier noch ein Creeper explodiert? Ach, leck mich. Ich weiß von nix. Ja, er weiß von nix. Er will es nicht wissen. Das sowieso. Er war der Creeper. Also. Und hier ist Erde, die ich nicht aufnehmen kann. Ghostface, du bist ein sehr produktives Mitglied hier in unserem Haus. Ja, ich baue hier drunter weiter, keine Sorge. Du stehst da rum, du Lümmel. Ja, ich muss mich ums Essen kümmern, ja? Er ist die Frau im Haus. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, die Frau schafft das Essen. Einer muss es ja machen.
Guck mal, wie krumm und schief du die Fenster hier hingemacht hast. Was ist denn das für ein System? Ja, was für krumm und schief? Wovon redest du? Minecraft besteht aus Blöcken, Mann. Ja. Ah, nein, nein, nein. Oh, Zombie, 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 Zombie. Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Halbes Herz, halbes Herz. Das sieht von außen hübsch aus. Halbes Herz. Lüge. Halbes Herz. Lug und Trug. So, jetzt brauchen wir Steine. Ey, komm schon. Du hast mir damals schon nicht abgekauft, dass ich bei euch auf dem Server war. Ich weiß doch, die TV-Folge. Na, auf welchem Server? Okay. Auf eurem Nerdstar-Server. Minecraft-Server. Ach, bei Minecraft. Ach so. Das hast du mir ja nicht geglaubt. Direkt, Lüge. Misstrauisch darf man noch sein, ne? Oh, ich habe schon wieder keine Schippe mehr, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, jetzt weiß ich wieder, warum ich das Spiel nicht mehr spiele. Weil immer alles kaputt geht, ne? Ja, echt. Mann, oh Mann, ey. Kennt ihr den Kanal Minecraft PG5? Nope. Nicht? Kennt ihr den Kanal Dre TV? Echt coole Typen sind das. Lüge! Marci, hör auf, den kleinen YouTubern ihre Show wegzunehmen. Die sind wahrscheinlich größer als wir. Nee, die haben 150 Abos, ne? Ja. Ja, und ich bleib bei 72 hängen, also. Ich bleib auch für den Rest meines Lebens bei 356. Jedenfalls hast du so viel erreicht. Ist ja. Doch. Ich verfluche YouTube. Die ganzen großen YouTuber, also wirklich. Bennett. Ja. Der Turm sieht scheiße aus. Marci, warum hast du hier angefangen, hier runter zu decken? Achso, okay. Ich will Steine holen. Ja, bei mir leckt hier alles. Kann sein, dass ich von euch allen hier das größte Haus habe bisher. Ja, du bist auch schon am längsten überhaupt auf dieser Welt. Ich weiß. Also. Es Quatsch. Kommt nicht auf die Größe an. That's what she said, Alter. Was hier, Alter? Immer diese Zweideutigkeit in deinen Sätzen. So, kommst du mal irgendwie. Ja, dafür magst du ihn doch, sehr. Aber bitte die Leitern bis ganz da oben durch. Ich hab Kohle, Marci. Ich will nicht deine gemobste, ich will eigene. Selbst ist der. Ich hab's nicht gemobst, er hat es mir angeboten, Mann. Ja, ja. Du hast gesagt, ich nehme mal ein bisschen Kohle raus. Ja, und du hast gesagt, kannst du ruhig machen. Aber angeboten heißt das nicht. Ja, siehst du? Ich nehme es trotzdem als Angebot auf. Oh, klein. Ich nehme es doch gerne. Ich nehme es nicht gerne. So. Kommt jetzt mal was anderes außer Stein hier, oder was ist los? Baut doch ein bisschen Zuckerrohr an. Wollen wir rumbrennen, oder was? Nee. Ey, hier passiert nichts mehr. Was ist denn los? Kommt wieder Erde? Ich würde euch mal empfehlen, jetzt hier erst... Alter! Tjad und Bennett, übertreibt's mal nicht. Was denn? Die Größe eures Hauses, Alter. Nee. Ja, ich bin gerade. Ja, das ist gut. Ein bisschen auffallen. Ey, das sieht aus wie ein großer Holzdildo. Ja, ist es. Ja, mit Leiter nach oben auch schon. Alter, what the fuck? Okay, jetzt, Kommt hier mal bald ein bisschen was anderes außer Steine. Wie tief sind wir denn hier schon? Wir sind Y40 grad mal. Ja, Marci, auf dieser Höhe kommt auch keine Kohle oder so, ne? Ach so, wir waren auf dem Berg, stimmt. Tja, ich hab nichts gemacht. Doch. Nö. Oha. Ich hab nichts gemacht. Nein! Skelett! Jo, Alter, läuft bei dir, nein! Oh, fuck! Sehr gut. Alles da lassen, alles da lassen. Fickt euch, fickt euch. Das wurde von Funke Abgrund zum Fallen, verdammt. Ja, fickt euch, Mann. Das war kein Skelett, das sie runtergeschossen hat, das war ich. Ich weiß. Kann mal einer von euch gucken, wie viele uns jetzt zuschauen nach dem dicken Post? Nein. Beziehungsweise habt ihr alle es überhaupt fleißig geteilt? Ah, guck mal, hier ist Kohle. Kohle. Alle meine Sachen. Lass mir geradeaus nach rechts buddeln jetzt. Wie kann man Schwerter reparieren? Weiß das... Oh, sorry. Weiß das jemand? Schwerter reparieren? Ja, mit dem Amboss. Amboss, ne? Ja. Wie macht man den nochmal? Drei Eisenblöcke ganz oben. Also die oberste Reihe, drei Eisenblöcke. Und dann... Ja, so halt wie so ein... Wie soll man das erklären? Ja, wie so ein Amboss, ne? Ja, eben. Wie so ein Amboss halt.
Wow! Skelett, Skelett, Skelett! Und ich habe natürlich keine Rüstung an. So, ich glaube, Stein reicht, oder? Jetzt können wir mal das Haus weiterbauen. Dass es schick ausschaut. Für unsere Live-Zuschauer von Ghostface. Vorausgesetzt, es schaut überhaupt jemand zu. Frag dich halt, ist um diese Uhrzeit schon jemand wach? Um 12.36 Uhr außer wir. Weil es ist ja Wochenende. Die Jugend von heute, ey. Die Jugend von heute, die um 12.36 Uhr nichts anderes zu tun hat, als irgendwie, keine Ahnung, solche Videos zu machen. Siehst du schon seit 8 Uhr? Du sitzt da schon seit 8 Uhr, Mars hier. Du hast ja gar keinen Schlaf dann gehabt. Da haut jemand meine Tür kaputt. Ist der Game Mode hier auf hart oder auf normal? Easy, oder? Keine Ahnung. Was? Easy kann gar nicht sein, sonst. Easy jetzt ernsthaft? Ja, auf einfach habe ich ihn gestellt. Och, man ist doch langweilig. So, nochmal auf easy gesetzt. Ihr müsst Difficulty auf normal lassen. Ja, ey, nach ein paar Sekunden schon tot. Funkeabgrund läuft dir nackt durch die Gegend. Ja, sein Skin, ne? Das mag ich nicht an ihm. Wo denn? Hatte ich ja, du den Justin, du bist sowieso immer der Pedobär bleiben. Wo ist er denn? Hat der das so Spaß? Hä? Seh ich nicht. Wo denn? Ach da. Hier, jetzt Hühnchen legen Ei. Hühnchen legen Ei. Oh mein Gott, Hühnchen legen Ei. Der Trauerramsack! Der nackte Flitzer, ey. Nach langer Zeit hat er endlich mal Haare am Sack, ey. Hallo, ich bin halt älter als du, Justin. Du kennst sowas nicht, Haare am Sack. Ja, du hast 3 Haare am Sack und 1 kann pissen, also. So ist das. Sag mal nichts. So läuft das also. Ja. So läuft bei mir im Auenland, also. Alt genug? Okay. Wie machen. Also so, oh, jetzt diese Die Junge, ich bin 20 Jahre alt. Was, nicht 19? Nein, schon lange nicht mehr. Schon fast ein Jahr nicht mehr. Genau so sieht's aus. So, lass mal hier kurz bei Google nachgucken, wie macht man einen Amboss. Minecraft-Wiki. Was wollte ich gerade sagen? Ben, hast du die Erde, die ganze Erde? Guck mal, Marci, da hinten wartet schon Enderman auf dich. Willst da hinten wieder wartet haben? Enderman auf dich. Ja, ich brauch die. Wo ist er? Ich mach einen Platz. Rechts von dir. Genau, nein, ein Stück weiter länger. Ach so, da muss man auch Eisenblöcke für machen. Und genau da und jetzt, genau, guck mal dort, wo ich hingucke. Hä, ich sehe ihn immer noch nicht. Da, direkt vor der Nase, genau da. Ein Stück weiter. Ach da. Jo, wie sieht das weg. Eigentlich aus? Ich wollte gerade. Aua. Was? Mal gucken, wie das aussieht, was ich hier baue. Hat jemand etwas Eisen für mich? Hier eine Enderperle, die gehört dir. Yay. Juhu. Und wer hat hier sein verdammtes Glas vergessen bei mir? Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, da bist du wohl zu tief gefallen. Ne? Ich habe die Enderperle geworfen. Oh nein, meine ganzen Sachen. Kann mich mal einer wieder da teleportieren? Scheißen Dreck. So, ihr... Weiß jetzt nicht, was ich zu euch sagen soll, aber egal. Sammeln wir mal schnell meine Sachen ein. Und wir haben schon mehr als die Halbzeit geschafft. Yay! Wo bist du denn gestorben? Ach, da unten. Beim Haus. Ich habe die Enderperle mich dahin teleportiert und dann ist mein Typ irgendwie gestorben. Oh. Kann mich mal einer bitte da wieder zu euch teleportieren? Ja, Moment. Jetzt erstmal Loivado. Er zum Kontakt hinzufügen bei Skype. Oh, der hat ja einen Kürbis dabei. Wenn du wusstest, dass du, wenn du einen Kürbis auf den Kopf stellst, hast du. Marcel, wurdest du schon teleportiert? Bitte? Was sagst du? Wurdest du schon teleportiert? Nee. So, jetzt bist du hier. Ich war in dir. Ah, in mir. Lass mich raus. Hier geht's raus. So, zack, kurz Knopf machen. Der wurde da auch entfernt von einem verfickten Creeper. Wird das hier eine. Ist dein Dach gleichzeitig ein Weg? Meins? Oder was soll das hier darstellen? Meins ist eine Art Weg zu irgendwas hin. Okay. Was ist noch ausstehend, also? Ja, zu uns hier. Ja, könnte man so sagen. Also, ich hab hier keinen Bock zu verrecken. Nein. Truhe gehauen. Traum. Warte, aber du kriegst noch Kohle von mir. Ich hab noch ein halbes Herz, ich bin richtig gut. Okay, warte mal, was brauche ich denn? Das brauche ich nicht. Ich brauche mein Schwert, ich brauche mein Beil. Holz.
Hat jemand etwas Eisen? Die Source? Ja. Du auf jeden Fall. Also hat jemand oder nicht? Ich nicht. Okay. Ja, bei mir schwebt eine Nyan-Cat am Himmel. Eine Nyan-Cat? Ja. Was ist denn bei dir kaputt gegangen? Hast du irgendwie LSD oder sowas genommen? Nee, mein Resource-Pack, Alter, das ist sowas von geil. So, okay. Ey, da spielt man so eine Verkette mit Nyan-Cat yeah, von mir rum. Ja, mit einem Kürbis auf dem Kopf. Das Lays ist aber neu, oder? Dass man dann so eine Silhouette hat? So eine... Ja, und vor allem, wenn du jetzt einen Enderman anguckst mit dem Kürbis auf dem Kopf, dann wird er nicht sauer. Denkt er sich dann, oh, das ist ja ein netter Kürbis. Ja. Ja, genau. Nette Kürbisse heute, ne? Da rennt schon wieder der Nackte. Ist das ulkig? Oh Gott, oh Gott. Oh, er wird beschossen. Die Skelette mögen mich nicht nackt. Oh Gott, oh Gott. Keiner mag dich nackt. Crazy. Oh, doch, du magst dich nackt. Oh, Funke, geh weg! Ey. Was bauen wir jetzt? Wir müssen irgendwie das Haus verschönern. Guck mal, mein Pillermann. Das sieht irgendwie schön aus. Nein, ich guck nicht in Funke. Der ist weg. Oh, Funke! Hör auf! Ist ja gut, ich zieh mal was an. Gut so. Es ist ja keine FKK-Folge. Ihr Könchen, ich bin gleich so wieder da. Hoffentlich wird das Video hier von YouTube nicht gesperrt, ey. Warum? Warum sollte es? Guck dir Funkeabgrund-Skin an. Das ist doch ja, alles so Pixel, da erkennst du doch gar nichts. Ja, einige Leute hat das auch nicht gestört. Und die haben dann... Video wurde auch nicht gesperrt. Was? Mein Bademantel-Video wurde auch nicht gesperrt. Ja, da wurde auch noch gerade so angenehm nackte Haut gezeigt. Da hatte es ja auch noch einen Bademantel an. Wenn ein Funkerabgrund hier gleich mal so seinen nicht vorhandenen Penis zeigt. Deinen Pillermann. Ja. Kann mal einer von euch kurz den Stream checken, ob da kein Schwarzbild ist? Oh, sehr angenehm. Ja, ist kein Schwarzbild mehr. Also, es ist schön Motion Picture, ne? Ja. Sehr gut. Was machst du da immer, sagen, Alter? Jetzt nee, ich hab grad Musik angehauen. Wofür ich die Rechte habe. Okay. Und ja, so Tonus wollte ich jetzt nicht lassen. So, hat Loivado hat meine Anfrage immer noch nicht angenommen. Also, das wird wahrscheinlich noch etwas dauern bei ihm. Das ist unakzeptabel. Mach mal wieder deine Führerimitation. Reicht. Der kommt bitte. Bitte. Leiter. Great viel von der Leiter. Sehr gut. Ich hol mal wieder was zu futtern. Bitte sehr, mach die Führerimitation. Welche Führerimitation? Willst du mich verarschen? Ich mach keine Führerimitation. Hat man ja. Warte, das war vor ein paar Wochen mal gehört. Was gesammelt, ne? Von mir? Boah, wie ging noch mal ein Sattel, Leute? Ich glaube nur Erfahrung. Den muss man finden. Wie ging... Sattel kann man auch craften, das weiß Nein, ich. Nein, das wurde mal hinzugefügt, aber dann wurde es wieder rausgenommen. Jetzt ehrlich? Ja. Wow, hier ist ein Creeper. Oh Gott. Weil ich Im wollte Haus drinne? Ich wollte ein Pferd haben. Hat einer von euch einen Sattel? Justin, hast du einen Sattel? Nope. Sammel lieber Holz, anstatt da rumzulaufen und Pferde zu jagen. Ja, okay, ich baue mir jetzt erstmal eine Axt hier. So, und ich bräuchte jetzt hier erstmal eine Spitzhacke. Ach gut, da ist sie ja. So. Haltbarkeit und Effizienz. Warum habe ich hier ein Glas drinne? In meinem Inventory? Warum nicht, ne? Und sagen, ist das dein Glas? Welches Glas? Ja, was ich da reingehauen habe, das ist dein Sand. Also im Prinzip ist es dein Glas. Schenke ich euch mal, ne? Wo seid ihr? Ach, da hinten. Mist, ich muss Stein benutzen. Kein Eisen. Fuck. Oh, ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Nee. No. Da hat sich schon jemand anderes links gebunden. So. Unter unserem Haus, oder was? Also ich bin jetzt am Holz sammeln, ne, Marci? Sieht so aus. Deal. Bitte? Deal.
Cool. Deal or no deal? Ich hab schon verstanden. Ich sage mal Deal. Boah, ich hab den fetten Baum gefunden, ne? Mit einem Haufenweise Holz. Vielleicht möchte ich den auch.